Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream, zu einer neuen Fernseh-Live-Sendung. Mein Name ist Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty und Andreas Klamm Live. G20-Gipfel, Nachlese, Ausgabe Nummer 5. Mir geht es leider nicht so gut, obgleich die Temperaturen gesunken sind. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad und die Tiefstwerte bei 17 Grad. Ich bin leider immer noch krank, deshalb auch noch mit Schal ausgestattet und leider auch chronisch krank. Es wird mehrere Monate noch dauern. Laut der Prognose von Ärzten etwa noch bis zu 14 Monaten und länger. Ich bin leider in der Folge von 4 schweren Unfällen erkrankt und leider auch schwer behindert. Diese Schwerbehinderung wird sich natürlich nicht einfach mehr so in Luft auflösen und bin leider auf Hilfemittel wie Rollator, Gehstock und Rollstuhl angewiesen. Das ist also kein Scherz. Wenn ich ab und an dann etwas aufstehen muss, dann wird es komplizierter, dann muss ich mich erst auf die Seite schaffen. Ich sende hier noch aus der Notaufnahmestation, wenn Sie so wollen, aus einem Notaufnahmelager gewissermaßen oder einer Stätte. Hört sich vielleicht nicht ganz so schlimm an wie ein Lager, ne? Das ist die Lagermentalität. Die ist, da sollten wir sicherlich aufpassen, was die Geschichte von Deutschland anbelangt. Die Geschichte von Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945, nennen wir es also Städte, hört sich nicht ganz so schlimm an wie ein Krankenlager, aber es heißt auch Krankenlager oder Krankenstädte, wie auch immer. Ich bin freiberuflicher Journalist, Autor und Schriftsteller und Autor, Buchautor von 12 veröffentlichten Büchern und produziere seit meinem 16. Lebensjahr, seit dem Jahr 1984 Radio- und Fernsehsendungen und durfte für einige meiner Produktionen, natürlich nicht für alle der Produktionen, auch immerhin einige Auszeichnungen der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz erhalten, 1986, 1987, 1988 durfte ich diese Auszeichnung für einige meiner Fernsehproduktionen erhalten. Damals hatte ich über Flüchtlinge aus dem Kosovo berichtet, unter anderem, aber auch zu den Themen internationale Völkerverständigung, auch mit Briten, mit Amerikanern, mit Franzosen. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Wie gesagt, ich bin Autor von 12 Büchern. Wenn Sie dann auch noch meine Biografie vielleicht schon gelesen haben sollten. Das ist aber nur die berufliche Biografie, aber da steht es dann auch schon drin, weil es ja auch für die Arbeitgeber wichtig ist. Sie wollen ja immer wissen, wer war Vater, wer war Großmutter, wer war die Mutter, wer sind die Schwestern. Und dann fängt es an, interessant und besonders zu werden. Andreas Klamm, Medien, Journalismus und Pflege, aufgrund meiner doppelten Berufstätigkeit oder vielmehr meines Doppelleben im beruflichen Bereich, im Journalismus eben, als Schriftsteller, als Autor, als Journalist, als Reporter, als Redakteur, als Radio- und Fernsehproduzent und auf der anderen Seite dann auch als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger mit dreijähriger Ausbildung von 1990 bis 1993. Und ich habe das Staatsexamen auch abgeschlossen, natürlich auch die Urkunde zur Führung der Berufsbezeichnung, die braucht man dazu auch, zur Führung der Berufsbezeichnung als Krankenpfleger erhalten. Und zudem bin ich auch noch Rettungssanitäter. Und ich habe auch noch eine kaufmännische Ausbildung als Bürokaufmann gemacht. Und natürlich auch die journalistische Ausbildung bei der SGD, Studiengemeinschaft Darmstadt im Fernstudium. Und über 3 Jahre hinweg in den Jahren 2013 bis 2016, obgleich ich ja auch die praktische Ausbildung gemacht hatte bei der Tagespost in Speyer am Rhein, beim Wochenblatt in Mannheim und bei Stadtradio Heilbronn. Naja, und seit 1984, seit meinem 16. Lebensjahr, das heißt also jetzt inzwischen seit 35 Jahren, das ist kein Scherz, bald sind es 36 Jahre, also seit 35 Jahren Radio, Fernsehen produziere, Artikel veröffentliche und wie gesagt 12 Bücher finden Sie auch bei Amazon und Sie können hier auch in jeder Buchhandlung bestellen. Mit Ausnahme natürlich der E-Books, die können Sie tatsächlich nur über Amazon oder über die digitalen Online-Stores, Google Play Store, Libri, Thalia.de und so viele andere. Ich erwähne exemplarisch 2, 3 dieser Online-Stores, aber nicht alle Online-Stores.
Zum familiären Background ist vielleicht wichtig zu wissen, auch wenn der Name Andreas Klamm eher typisch deutsch klingt, bin ich nicht ganz nur deutsch und erfülle nicht ganz die Kriterien, die die frühere EKD-Vorsitzende, Entschuldigung, die frühere Bischöfin Margot Käßmann neulich beschrieben hat, was Deutsche anbelangt, wobei das eine unglücklich gewählte Formulierung ist, meiner Überzeugung nach, obgleich ich ja auch noch Mitglied der evangelischen Kirche in Deutschland bin. Mein Großvater von der mütterlichen Seite, jeder Mensch hat zwei Paare Großeltern, nämlich die von der väterlichen Seite und die von der mütterlichen Seite. Und der Großvater von der mütterlichen Seite war 1945 französischer Offizier der regulären französischen Armee und war in der Stadt Kaiserslautern stationiert. Kaiserslautern kennen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen aufgrund der Roten Teufel, des ersten FCKs, des Fußballvereines in Kaiserslautern. Ja, und es gibt da noch ein paar andere schöne Sehenswürdigkeiten. Insofern kennen einige Menschen Kaiserslautern. Mein Großvater war französischer Offizier der französischen regulären Armee, also keine Fremdenlegion, obgleich er in Tunesien in Nordafrika geboren wurde. Das ist also kein Scherz. Lässt sich natürlich auch über eine DNA-Probe etc. notfalls nachweisen, aber es gibt ja auch die Dokumente. Das glauben mir die meisten Menschen seltsamerweise nicht und sprechen mir damit einen Teil meiner Identität ab. Das ist natürlich, das ist schon ziemlich dreist ab und an, was ich da seit 1984 erlebe, wenn ich mit Menschen spreche und erzähle dann, dass mein Großvater französischer Offizier war und dazu auch noch in Tunesien geboren. In Polizeideutsch, und das ist die Überleitung zur Petition Hotelzimmer für Polizisten, das hat einen ernsten Hintergrund. In Polizeideutsch wäre ich praktisch gesehen und DNA-technisch betrachtet ein Viertel-Nafri. Aber keine Angst, ich habe natürlich keinen LKW-Führerschein, beabsichtige den im Rollstuhl auch sicherlich nicht mehr zu machen. Ich bin froh, wenn ich mit Rollstuhl und mit Auto und mit Bus und mit Bahn und mit Flugzeugen unterwegs sein kann. Fliegen darf ich aber leider auch noch nicht, weil ich keine Flugtauglichkeitsbescheinigung bekomme, also kein Attest. Und ich will natürlich nicht dazu beitragen, dass der Pilot dann, weil ich irgendwie während des Fluges kollabiere und sonstige gesundheitliche Probleme auftauchen, eine Notlandung vollziehen muss. Die kostet 100.000 Euro. Also wenn ein Pilot tatsächlich eine Notlandung, beispielsweise, es gibt ja leider auch ältere Menschen, die nicht wissen, dass sie schwerst krank sind, steigen voller Hoffnung auf einen schönen Urlaub ins Flugzeug und erleiden einen Herzinfarkt. Und wenn dann ein Pilot eine Notlandung durchführen muss, dann sind 100.000 Euro weg. Und bitte nicht vergessen, den Patienten geht es dann auch nicht so gut, weil extrem viel Zeit verloren geht. Bis dann der Rettungsdienst, die Feuerwehr vor Ort ist, da vergeht einige Zeit. Und jede Minute ist beispielsweise beim Herzinfarkt kostbar. Also die ersten 3 Minuten können helfen, die ersten 5 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten. Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Daher wird dann am meisten bis zu einer Stunde reanimiert, wiederbelebt, wenn es dann tatsächlich so geschehen sein sollte, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Aber so etwas während eines Fluges sind sehr, sehr ungünstige Voraussetzungen, weil bis der Patient dann im Krankenhaus ist, kann es leider zu spät sein. Das sollte man nicht vergessen. Also mein Großvater war französischer Offizier und damals in der Stadt Kaiserslautern stationiert. Insofern ist ein multikultureller Background da und naja, es gibt auch noch weitere Verbindungen zur Polizei im Zusammenhang mit den Berichten und mit dem, was bekannt geworden ist. Zum G20-Gipfel kann man geteilter Meinung sein. Und dennoch sollten wir nicht vergessen, Polizisten sind auch nur Menschen. Polizisten haben Kinder, haben Ehefrauen, haben Großeltern, haben Großmütter, haben Großväter. Polizisten sind ein Teil der Gesellschaft. Wobei mir jetzt während der Berichte, sei es bei ARD, bei ZDF, bei Spiegel, bei taz, bei Neues Deutschland, wo auch immer, in all den bekannten Medien meine ehrenamtliche Arbeit und meine
Freiberufliche Arbeit ist ja dann doch eher unbekannt bei Radio, TV, IBS, Liberty, also nicht so bekannt wie ARD und ZDF, auch nicht so bekannt wie Spiegel und Stern und Bunte und Co. und wie auch immer all die Medien Fokus, dass sich hier bald alle auf Huffington Post. Also es gibt so viele andere Medien, die bekannt sind, jeder liest sie auch, oder denken wir an den Klassiker der Boulevardmedien, die Bild-Zeitung. Die kennt natürlich jeder, kauft auch jeder, jeder investiert diesen Euro pro Tag, gibt unsere Bildzeitung gibt uns täglich, so nach dem Motto. Also jeder kennt diese Medien und zahlt, gibt dafür auch gerne Geld aus. Bei den freien alternativen Medien wie Offener Kanal, Ludwigshafen Vorderpfalz, Offener Kanal Speyer, Offener Kanal Berlin, wie auch immer die Medien heißen, oder die nicht kommerziellen Lokalradios wie Bermudafunk in Mannheim oder eben auch die Projekte für internationale Völkerverständigung, Radio, TV, IBS, Liberty, was ja in Leeds in England gegründet worden ist, das kennen natürlich nicht ganz so viele Menschen. Erwarte ich normalerweise auch nicht. Und dann lohnt sich die ein oder andere Erklärung. Wer dazu etwas nachlesen möchte, kann natürlich auch was im Internet finden. Es gibt natürlich zwei Webseiten oder mindestens eine Webseite, in dem Fall zwei, nämlich ibstelevision.org. Weil es nicht kommerziell ist. Die Unterscheidung bei der ersten Webseite wurde das vergessen. Es gibt auch eine Webseite, die heißt ibstelevision.com, aber es ist eben ein Projekt für internationale Völkerverständigung, nicht kommerziell. Daher gibt es die beiden Seiten ibstelevision.org und ibstelevision.com. Da finden Sie dann Informationen zu Radio, TV, IBS, Liberty. Und all denen, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, ich erkläre auch gerne, wofür IBS steht. Das steht jetzt ausnahmsweise nicht für die Interessengemeinschaft der Behinderten und ihrer Freunde, weil das würde ja dann auch IBF heißen, sondern IBS steht für Independent Broadcasting Service Liberty. Also Independent Broadcasting Service Liberty. Dafür steht IBS Television. Radio, TV, IBS Liberty. Dafür steht es. Eine kleine Erklärung. Die Petition, und ich danke herzlichst an dieser Stelle ganz ausdrücklich allen Menschen, die die Petition unterstützen, die die Petition unterzeichnen. Hotelzimmer für Polizisten. Das hört sich lustig an, ist aber nicht so lustig. Die Petition ist aufgrund von G20-Gipfel Berichterstattungen in Hamburg entstanden und versucht, Polizisten und Polizistinnen zu helfen, dass die eine sichere Unterkunft, das muss nicht zwangsweise ein Hotelzimmer sein, wobei ich mir so vorstelle, dass ein Hotelzimmer natürlich das Einfachste ist, weil in der Regel genügt ein Anruf und eine Kreditkarte. Und für die Bundesrepublik Deutschland oder für das Land Hamburg oder für den Stadtstaat Hamburg, Entschuldigung, für den Stadtstaat Hamburg, für die freie Hansestadt Hamburg, was ja auch ein Stadtstaat ist, es ist sicherlich einfach. Anruf genügt und die Kreditkarteninformationen oder Bankkontodaten durchgeben von der Stadtverwaltung oder vielmehr von der Landesverwaltung, Senatsverwaltung, Bürgerschaft. Also es dürfte relativ einfach sein für die Bundesrepublik Deutschland oder für Bundesländer, um es kurz zu sagen, Hotelzimmer zu buchen. In Hamburg gibt es 54.000 Hotelzimmer. Es waren 20.000 Polizisten eingesetzt. Und dennoch gab es dann diese Bilder, dass die Polizisten keine Unterkunft hatten, so vermuten, zumindest vermutlich keine Unterkunft hatten, und die Bilder gezeigt wurden von Polizisten zu sehen, auch bei der Bild-Zeitung, bei Focus, bei Huffington Post, bei der Gewerkschaft der Polizei Mannheim, bei Facebook, in vielen anderen Medien. Polizisten, die wie Tiere oder wie Obdachlose, hat es der Gewerkschaftsvorsitzende der GdP, der Gewerkschaft der Polizei, beschrieben. Ich hatte es als wie Tiere oder wie Abfall, also entwürdigend, einfach entwürdigend. Polizisten, die 48 Stunden Dienst leisten mussten, 2 Tage, 2 Tage, 48 Stunden und 90 Minuten Pause hatten. Und ich denke, das ist dann auch Arbeitnehmerschutz. Es gibt eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, auch der Staat ist hier Arbeitgeber und hat natürlich eine Fürsorgepflicht sicherzustellen, und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, ob das jetzt Polizisten, ob das Mitarbeiter der Landesverwaltung sind, der Staatskanzlei, ob das Mitarbeiter des Deutschen Bundestages sind, dafür zu sorgen, dass die Menschen sicher sind zum einen
Und natürlich, dass deren Leib, Seele, Körper, Psyche und Gesundheit geschützt wird und die Gesundheit auch erhalten wird. Abgesehen davon, jeder weiß, wer sich nicht richtig erholen kann, dessen Dienst- und Arbeitsfähigkeit geht ja dann auch relativ schnell zur Neige. Das heißt, er erschöpft viel früher. Und wer sich nicht richtig erholen kann und auch nicht in Würde schlafen kann und gut schlafen kann, der wird natürlich dann auch wegen Übermüdung möglicherweise Fehler machen. Und wie wir wissen, nach fast einer Woche G20 Gipfelberichterstattung sind Fehler gemacht worden auf Seiten von Menschen, die demonstriert haben möglicherweise. Dann gab es Menschen, die Gewalt angewendet haben. Das muss man, glaube ich, differenzieren, weil Gewaltanwendung und Steine, Molotow-Cocktails, Böller und sonstige Wurfgeschosse zu werfen, ist wohl eher die Absicht, jemanden handlungsunfähig oder gar kampfunfähig zu machen. Sprich, nach juristischer Definition würde man dann wahrscheinlich von Körperverletzung, versuchter Körperverletzung oder von schwerer Körperverletzung oder gar von einem Mordanschlag sprechen. Wenn man im vierten, dritten, vierten Stock steht, in einem Wohnhaus oder auch in einem Hochhaus und wirft da Flaschen und Steine runter, dann ist die Vermutung naheliegend, dass man leider von dem versuchter schwerer Körperverletzung oder sogar von Mordversuch ausgehen muss. Denn jeder weiß, je höher natürlich und die Fallgeschwindigkeit dann zunehmend ist, je höher ein Objekt aus von ganz oben auf den Boden nach unten geworfen wird und mit zunehmender Fallgeschwindigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Wurfgeschoss nicht nur zu schwersten Verletzungen, beispielsweise einem Schädel-Hirntrauma, beifügen kann, sondern leider auch zum Tod führen kann. Also es kann einen Menschen erschlagen und da spielt es keine Rolle, welchen Beruf ein solcher Mensch ausübt. Das kann einen Feuerwehrmann treffen oder eine Feuerwehrfrau. Es gibt ja auch Feuerwehrfrauen. Es kann einen Rettungssanitäter treffen, es kann einen Demonstranten treffen. Es könnte auch Politiker der Linken treffen, der SPD, Politiker, es könnte Journalisten treffen und es kann natürlich auch Polizisten treffen. Wie weit die Helme ausreichend sind, um solche Wurfgeschosse zu bremsen, darüber gibt es sicherlich Studien, die müsste man sich sicherlich jetzt mal angucken und belesen. Wenn aber Passanten, beispielsweise auch Menschen, Schaulustige getroffen werden, die nicht direkt involviert sind normalerweise, die keine Schutzkleidung oder Helme tragen, dann würde ein solches Geschoss die Menschen komplett ohne Schutz treffen. Oder denken Sie an Kinder, an ältere Menschen, an Anwohner. Wenn die von solchen Wurfgeschossen getroffen werden, dann haben die keine Chance. Dann ist sogar leider die Überlebenschance recht gering. Das sollte man nicht vergessen. Und daher helfen Sie mit der Unterzeichnung der Petition Hotelzimmer für Polizisten. Einerseits denke ich, ist auch ein Zeichen der Solidarität auszudrücken. Wir sind dankbar dafür, dass die Polizei normalerweise die Ehrengäste, Staatsgäste, Politiker, auch die Bundeskanzlerin schützt. Denn wir wollen hier keine Schlagzeilen der Bildzeitung lesen, dass irgendjemand ein Attentat auf die Bundeskanzlerin verübt hat und die Polizei sie nicht schützen konnte. Wer will so etwas lesen? Ich denke, es will keiner lesen. Und wir wollen aber auch keine Meldungen lesen, dass irgendjemand in den Bus stürmt und Molotow-Cocktails um sich umherwirft und dann die Polizei fehlt, die die Fahrgäste schützen kann. Und wer sind Fahrgäste? Bürger. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft in Deutschland, meiner Überzeugung nach. Da gibt es Diskussionen dazu, aber auch Polizisten sind Menschen und natürlich Teil dieser Gesellschaft. Auch, was mir auch aufgefallen ist, leider während der Berichterstattung, auch, muss man leider auch dazu sagen, dass leider sehr viel über die Polizei gesprochen wird, sehr viel über Polizisten gesprochen wird, aber viel zu selten meiner Überzeugung nach mit Polizisten gesprochen wird. Vielleicht, es gibt ansatzweise auch wunderbare, schöne Aktionen jetzt von Menschen in Hamburg, Gott sei Dank, dafür bin ich sehr dankbar, die ganz gezielt jetzt auch den Kontakt zu Polizisten und Polizistinnen suchen und versuchen, einen Dialog aufzubauen, damit eben sich nicht diese Parallelgesellschaften entwickeln, vor denen ja auch Politiker sehr große Angst haben,
Entwicklung der Parallelgesellschaften und eine Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft entsteht, sprich, oder wenn er im schlimmsten Fall ein Staat innerhalb des Staates entsteht und Polizisten komplett ausgegrenzt werden. Das sollte, glaube ich, so bitte nicht stattfinden. Also Polizisten oder auch Bundeswehrsoldaten, man mag über die Bundeswehr denken, wie man will. Und man kann ja auch Petitionen schreiben, dass die Bundeswehr aufgelöst wird. Und dann kann jeder entscheiden, ob er das unterstützt oder auch nicht unterstützt. Und dennoch sollten wir bedenken, dass auch Bundeswehrsoldaten Kinder, Frauen, Onkel, Tante, Opa, Oma haben und dass auch Bundeswehrsoldaten oder Polizisten und übrigens natürlich auch Zollbeamte Teil des Staates sind und Bürger und Menschen, die natürlich auch Anspruch auf Schutz haben. Es sind Arbeitnehmer und ich denke, es wird auch die DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund bestätigen, natürlich haben auch Polizisten als Arbeitnehmer, als Angestellte Rechte und einen Schutz darauf, einen Anspruch darauf, dass ihre Gesundheit, Leib, Körper, also Leib und Körper ist ja das Gleiche, Psyche und Seele geschützt werden und natürlich auch das Leben. Körperliche Unversehrtheit gilt für alle. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das ist halt eben mein Thema seit 2008, natürlich schon etwas länger. Liberty and Peace Now, internationales Medienprojekt für Menschenrechte. Die körperliche Unversehrtheit gilt für 83 Millionen Menschen. Und wenn es irgendwann mal 84 Millionen Menschen in Deutschland sein sollten, dann gilt die körperliche Unversehrtheit natürlich auch für 84 Millionen Menschen, also für alle Menschen ohne Ausnahme. Daher ist am 9. Juli, also einen Tag nach dem G20-Gipfel, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich ab und an G8-Gipfel sage, weil ich 2007 dabei sein durfte. Ich konnte aber aufgrund meiner Schwerbehinderung in der Folge von 4 schweren Unfällen und aufgrund von schwerer Erkrankung, und ich bin leider immer noch krank und habe auch natürlich eine aktuelle Krankmeldung, die brauche ich ja auch, nicht nach Hamburg fahren. Also ich konnte nicht persönlich vor Ort sein. Einige Menschen haben mir schon geschrieben, es sei gut gewesen, es sei besser gewesen, nicht dort gewesen zu sein, weil die Gewalt wohl schrecklich gewesen sein muss. Fehler wurden ohne Zweifel, ich will auch nicht unkritisch gegenüberstehen, Polizisten sind Menschen und wer Mensch ist, macht Fehler. Ich kenne keinen einzigen Menschen. Ich habe in meinen 35 Berufsjahren, ich bin 35 Jahre berufstätig, seit 1984 und durfte insgesamt jetzt schon mehr als 40 Arbeitsjahre ableisten, noch keinen einzigen Menschen ohne Fehler getroffen. Das will immerhin etwas heißen. Und ich durfte arbeiten in Großbritannien, in London, in Frankreich, in Belgien, in Deutschland und 2001 und 2002 auch zweimal in den USA, also in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und 2008 in Schweden. Also ich durfte auch ein bisschen reisen, erfreulicherweise mehr als 10-mal umziehen. Ich durfte in 10 verschiedenen Städten wohnen, auch in London. Und musste jetzt aufgrund, ich bin also nicht von Geburt an schwerbehindert, sondern leider in der Folge von 4 schweren Unfällen und chronischer Erkrankung behindert geworden, durfte ich immerhin an 10 verschiedenen Wohnorten wohnen. Ich durfte an 10 verschiedenen Wohnorten wohnen. Und sehr, sehr viele Menschen kennenlernen, als Journalist, als Autor, als Schriftsteller, als Moderator, als Radio- und Fernsehproduzent, auch als Musikproduzent. Ich produziere ja auch Musik. Meine Musikproduktionen finden Sie auch bei Amazon, bei Google Play Store, bei Deezer, bei Spotify. Unter meinem Künstlernamen Andreas Klamm-Saberort. Das ist sogar ein echter Name, den ich aber auch als Künstlername benutze. Der Name Saberort ist der Name meines französischen Großvaters. Meine Mutter hat aber geheiratet und daher kommt der Name Klamm. Und sie ist immerhin jetzt 71. Sie wird 71, Entschuldigung. Ich will sie nicht älter machen, als sie wirklich ist. Also sie wird 71 und sie hat den Nachnamen ihres Ehemanns angenommen. Und daher auch ein ganz anderer Name. Also mein Großvater war französischer Offizier und daher der Name Andreas Klamm-Saberort. Und der Name Saberort ist der Name meines französischen Großvaters. So dass man das vielleicht die Hintergründe etwas verstehen kann. Ich danke.
herzlichst allen Menschen, die die Petition bislang unterzeichnet haben. Die Petition ist gerichtet an den Bundesinnenminister, auch das will ich nochmal erklären, Thomas de Maizière von der CDU. Der Hintergrund ist, weil er für die Bundespolizei zuständig ist, beziehungsweise für die Sicherheitskräfte von der Bundesseite, von der Bundesrepublik Deutschland, von Deutschland. Und Polizei ist ja normalerweise Ländersache, wie wir alle irgendwann in der Schule gelernt haben. Sprich, normalerweise ist der Innenminister von Rheinland-Pfalz für die Polizei in Rheinland-Pfalz zuständig, der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern für die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, der Innenminister von Sachsen-Anhalt beispielsweise für Sachsen-Anhalt zuständig und natürlich der Innensenator. Bremen und Hamburg bilden da eine Ausnahme aufgrund ihres besonderen Status. Stadtstaat in Anführungszeichen. Der Innensenator für Hamburg ist natürlich für seine Hamburger Polizisten zuständig, für die Hamburger Polizei. Daher auch die Petition an den Innensenator. Ich muss ab und an gucken, was meine Assistenz- und Therapiehündin macht. Der Innensenator von Hamburg ist bekanntlich Andy oder Andy Grote von der SPD. Ich denke, die Parteizugehörigkeit spielt normalerweise nicht in erster Linie die ganz große Rolle. Ich bitte um Entschuldigung, pardon. Sondern es geht um den Schutz von Arbeitnehmern. Und Polizisten sind eben nicht nur Menschen, die Fehler machen. Fehler wurden auf vielen Seiten gemacht. Auch Polizisten, die überreagiert haben, die übereifrig. Ich nenne es, ich war ja auch mal Staatsbediensteter in mehrerlei Hinsicht. Denn ich durfte 1988 bis 1989 15 Monate als wehrpflichtiger Bundeswehrsoldat bei der Bundeswehr Luftwaffe beim 3. Luftwaffenausbildungsregiment Dienst im Stabsdienst tun, auch als Rechnungsführer, und durfte Uniform tragen. Ich durfte auch Waffen tragen, damit habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt. Also ich musste sogar ein Sturmgewehr tragen. Damit läuft man natürlich nicht gerne spazieren. Das Teil ist auch schwer, Maschinengewehr MG42. Das kennen einige Leute, die das Teil immer geschossen haben. Man kann ziemlich viel Schaden damit anrichten. Und auch Pistolen musste ich machen, natürlich auch während der Wachdienste, GVD-Dienste, UVD-Dienste. Die Menschen, die auch als wehrpflichtige Soldaten bei der Bundeswehr waren oder jetzt vielleicht noch bei der Bundeswehr als Berufssoldaten dienen oder als Zeitsoldaten, die kennen sich damit aus. Die kennen natürlich die Abläufe der Bundeswehr, was Wachdienste, UVD und GVD-Dienste sind. Die durfte ich alle ableisten und insofern kenne ich so ein bisschen auch die Sichtweise, dann natürlich auch die Betrachtungsweise. Damals hatten wir aber einen ganz besonderen Vorteil als Wehrpflichtige. Ich bin Gott sei Dank nie Berufssoldat geworden. Das hätte ich auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Das kann ich Ihnen auch nochmal erklären, eben weil ein Teil meiner Familie französisch ist. Also mein Großvater ist französischer Offizier. Und Gott bewahre, Gott möge Frankreich schützen und Gott möge Deutschland schützen. Stellen Sie sich einmal vor, irgendeine Macht in Deutschland würde die Macht ergreifen, sich ermächtigen und die Macht übernehmen und würde auf eine schreckliche Idee und Vision kommen, man müsse jetzt plötzlich aus irgendwelchen Gründen Frankreich angreifen. Oder umgekehrt, in Frankreich könnte ja sowas auch passieren, dass irgendein französischer Präsident plötzlich sagt, oh, die Deutschen sind extrem gefährlich, wir müssen jetzt in Deutschland einmarschieren und angreifen. Und naja, auf welche Verwandte soll ich denn zuerst schießen? Das ist eine spannende Frage. Natürlich auf keinen, ist ja wohl auch klar. Also ich würde weder auf meine französischen Verwandten schießen, noch auf die deutschen. Und daher wurde ich einer ganz besonderen Gewissensfrage ausgesetzt und bin auch in einen sehr, sehr großen Gewissenskonflikt geraten. Ich habe kein Problem damit, Steuern zu bezahlen in Deutschland. Ich habe auch kein Problem damit, Deutschland zu dienen oder auch dem Land Rheinland-Pfalz oder auch dem Land Baden-Württemberg. Das durfte ich auch tun, nämlich als Gesundheits- und Krankenpfleger. Naja, ich hatte also 15 Monate komplett den Wehrdienst abgeleistet bei der Bundeswehr, den Wehrpflichtdienst, komplett sogar auch eine Dankesurkunde erhalten von der Bundeswehr Luftwaffe. Und nach kompletter Ableistung, es hört sich ein bisschen komisch an, etwas außergewöhnlich, aber mein Leben ist auch außergewöhnlich. Nach der kompletten Ableistung des Wehrdienstes, also des für mich Staatsdienstes bei der Bundeswehr Luftwaffe, dann den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung angestellt. Dann war ich auch 15 Monate älter und 15 Monate schlauer
Und ich wusste, wenn es je wieder zu Krieg kommen sollte, also ganz unterschreiben kann es denn kein Mensch, dass nicht doch so etwas geschehen könnte. Wir wissen, die Bundeswehr ist heute an allen Ecken und Enden dieser Welt eingesetzt. Und damit könnte ich natürlich auch französische Verwandte treffen. Und auf diese französischen Verwandte könnte ich ebenso wenig schießen, auch nicht auf Befehl. Und wenn es die Bundesverteidigungsministerin persönlich befehlen würde, dann müsste ich den Befehl verweigern, wenn sie den Befehl geben würde, auf französische Verwandte oder Freunde zu schießen. Und umgekehrt, wenn ein französischer Offizier den Befehl erteilen würde, auf deutsche Verwandte zu schießen, dann würde ich den Befehl natürlich genauso verweigern. Ist ja wohl auch klar. Man schießt ja nicht auf seine Freunde, nur auf seine Verwandten. Und daher habe ich dann so ungewöhnlich und vielleicht auch einige sagen, Mann, das ist ja eine total verrückte Aktion. Ich habe dann einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt und musste dann vors Militärgericht. Das ist also kein Scherz. Und da gab es also zwei Termine und ich musste das alles ganz genau begründen und mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung wurde abgelehnt. 1990, als ich für Stadtradio Heilbronn dann arbeiten durfte, mit dem Volontariatsbeginn, wurde mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung abgelehnt. Also das hat man damals nicht akzeptiert, dass ich nicht auf meine französischen Verwandten, nicht auf meinen französischen Großvater schießen will. Und auch nicht auf meine deutschen Verwandten. Also ich müsste dann Befehlsverweigerung begehen. Naja, aber wenn man engagiert ist, und ich bin auch seit 1990 Mitglied in der Gewerkschaft Verdi, dann versucht man es natürlich auch noch ein zweites oder notfalls auch ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Mal oder eben so oft, wie es erforderlich ist. Ich hatte dann also einige Jahre später nochmal einen neuen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt und habe dann auch an den damaligen Wehrbeauftragten Herrn Roppe geschrieben, den Wehrbeauftragten für die Bundeswehr, inzwischen ist es ein anderer von der FDP, Herr Roppe war damals noch von der SPD. Und dann wurde erstaunlicherweise mein zweiter Antrag auf Kriegsdienstverweigerung anerkannt. Und so bin ich jetzt beides. Ehemaliger wehrpflichtiger Bundeswehrsoldat, das ist kein Scherz, der Bundeswehr Luftwaffe. Und seit dem Jahr 2006, das ist auch kein Scherz, aufgrund meines französischen Großvaters, aufgrund meiner französischen Verwandten, auch und natürlich auch aufgrund der Deutschen, das sollte man bitte nicht vergessen, also aufgrund beider Gruppen des französischen Großvaters und des deutschen Großvaters, aufgrund des internationalen Status, die Familie ist halt eben gemischt, bunt durcheinander, global, Mensch. Bin ich staatlich anerkannter Kriegsdienstverweigerer mit entsprechenden Dokumenten, 4 Seiten Dokument, also staatlich offiziell anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Beides. Ich war früher auch gesund, also ich bin nicht behindert zur Welt gekommen, daher durfte ich ja auch Dienst bei der Bundeswehr leisten, hatte dann 4 Unfälle und leider folgen schwere Erkrankungen. Und bin dann erst im Laufe des Lebens schwerbehindert geworden. Ich denke, es ist eine ganz andere Situation, wenn ein Baby mit schwersten Behinderungen geboren wird und den Zustand des Normalo, wie ich es bezeichne, also den Zustand von Gesundheit, normal zu sein, nicht kennt. Weil wenn ein Mensch mit Schwerstbehinderung geboren wird, dann ist das für ihn oder für sie, wenn es eine Frau ist, Männer und Frauen, es trifft Männer und Frauen, dann ist das ein Zustand, den sie nicht anders kennen. Die müssen sich nicht erst dran gewöhnen. Wer durch Unfall oder durch schwere Erkrankungen behindert wird oder wie in meinem Fall jetzt auch und bei vielen anderen auch durch Unfälle und durch Erkrankungen, eine Schwerbehinderung erleidet und aus dem normalen Leben herausgerissen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, der tut sich vielleicht damit schwer, sich an den Zustand zu gewöhnen, chronisch schwere Erkrankungen zu haben, Folgen dauerhafter Unfallverletzungen, also der fünffache Überschlag bei einem Autounfall auf der A81, der ging eben nicht spurlos an mir vorüber. Ich war etwa 6 Monate im Krankenhaus, 6 bis 7 Monate im Krankenhaus.
Der Aufenthalt auf der Intensivstation war nicht ganz so lange, aber dann der Aufenthalt auf der Chirurgie und der Orthopädie, der hat sich dann entsprechend in die Länge gezogen. Ich denke, es ist eine ganz. Entschuldigung. Entschuldigung. Bin leider immer noch erkrankt. Es ist eine besondere Situation, auch ein Lernprozess zu lernen, zu akzeptieren, es auch zu akzeptieren, weil mir ging es so am Anfang, dass ich es erstmal nicht akzeptieren wollte und ich ertappe mich immer noch täglich dabei, dass ich es nicht akzeptieren will, dass man chronisch krank ist und trotz aller wunderbaren medizinischen Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, eine vollständige Heilung nicht mehr möglich ist, dass die Aufenthaltsdauer, dass die Dauertherapien oder Aufenthaltsdauern bei Ärzten und Krankenhäusern leider meist auch länger sind. Oder man sogar über Jahre hinweg die Hilfe von Ärzten, von Orthopäden, von Rheumatologen braucht. Daran muss man sich auch gewöhnen. Also es ist nicht immer ganz so lustig, wenn man alle 3, 4 Wochen oder alle 2 Wochen zum Arzt fahren muss. Und die Einschränkungen. Jeder Randstein ist für mich mit Rollstuhl, sei es jetzt mit den Gehstöcken, sei es mit dem Rollator, den ich aber auch nicht mehr so intensiv benutzen kann, oder sei es mit dem Rollstuhl. Jeder Randstein wird zum Hindernis. Dann natürlich auch die Blicke der Leute. Ist klar, ich meine, wenn man jemanden sieht, der im Rollstuhl kommt oder mit Gehstöcken, jeder will natürlich wissen, was ist passiert. Und wenn man 50 Mal in der Woche erklären muss, was passiert ist, dass man einen schweren Autounfall hatte mit fünffachem Überschlag auf der A81 in Stuttgart, dass man einen schweren Reitunfall hatte, einen Arbeitsunfall in der Pflege und dann leider auch noch einen Hausunfall. Leider sieht man die Folgen, ich kann es ja nicht verstecken. Müsste normalerweise operiert werden, aber Operationen können zurzeit noch nicht durchgeführt werden, weil das Blutbild immer noch zu schlecht ist. Also die Infektionswerte doch noch zu hoch sind. Und viele weitere Probleme. Eine ganze Reihe von Diagnosen, die sich dann ansammeln. Ich werde im Februar 2018, noch haben wir das Jahr 2017, aber in 5 Monaten ist Weihnachten, denken Sie jetzt daran, jetzt bei solchem Mischwetter. Ist vielleicht die ideale Gelegenheit, wenn man Geld hat, Geschenke für Weihnachten zu kaufen, dass man nicht im Dezember, im November springen muss und dann einen Megastress ausgerechnet im Winter und zur Weihnachtszeit und zur Adventszeit erlebt. Und dann bietet es sich vielleicht auch an, jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Naja, aber kurz noch den Gedanken zu Ende zu führen. Es ist eine besondere Herausforderung und eine Umstellung, wenn man gesund war und 35 Jahre lang im Berufsleben gestanden hat und auch Schwerstarbeit geleistet hat. Jeder, der sich auskennt, Pflege ist Schwerstarbeit. Ich konnte es leider nur noch mit Einschränkungen machen und hatte auch sehr viele Ausfälle. Das haben leider auch die Kollegen und Kolleginnen und leider auch die Patienten und deren Angehörigen dann mitbekommen im April 2014. Dass es dann halt eben irgendwann nicht mehr ging, bis dann der totale Zusammenbruch gekommen ist und ich vom Nachtdienst direkt im Rollstuhl gelandet bin. Das ist also kein Scherz. Ich bin noch nicht so lange mit dem Rollstuhl vertraut. Also direkt aus dem Nachtdienst raus, dann ins Krankenhaus zum Orthopäden und zum Arzt und dann Rollator, Gehstöcke. Zuerst Gehstöcke, dann Rollator und dann Rollstuhl. Und ich versuche Training täglich durchzuführen, auch Armtraining, weil das funktioniert Gott sei Dank noch. Die Arme, das funktioniert noch, teilweise zumindest. Aber Beine und Wirbelsäule, die haben leider ziemlich schlapp gemacht. Durch Unfallverletzungen, durch Entzündungen. Und so bin ich dann im Rollstuhl gelandet. Und naja, es ist eine ganz besondere Herausforderung, sich daran zu gewöhnen. Und an meiner Seite befindet sich die Therapie, Hündin in Ausbildung, Ayla. Und Sie können sich vorstellen, wenn man gewohnt war, für 17 Jahre etwa, naja, für 14 Jahre nur, mit Hunden spazieren zu gehen. Ich hatte auch ein Pferd, also ich war es gewohnt, auch viel an der frischen Luft zu sein.
in gottesfreier Natur, wie man so schön sagt, oder einfach in der Natur. Und dann plötzlich mit dem Rollstuhl noch nicht mal auf eine Wiese richtig kommt und eben nicht mehr an alle Orte fahren kann, dann ist es extrem schwer. Den Text der Petition, den lese ich vielleicht auch noch mal kurz vor, damit Sie wissen, worum es mir geht. Es geht mir also darum, dass die Polizisten und Polizistinnen eine der menschlichen Würde entsprechende Unterkunft erhalten, speziell dann, wenn sie ganz gefährliche Dienste und auch schwere Dienste leisten. Wenn man bei 32, 30 Grad in voller Schutzausrüstung mit Helm und keine Ahnung, Knieschützer und sonstige mit Arbeitsausstattung, die wiegt ja auch noch einiges, also mit mehreren Kilo belastet wahrscheinlich, die Uniform selbst wiegt auch noch ein bisschen etwas. Dann ist das Mindeste, dass man einerseits meiner Überzeugung nach die Arbeitszeiten begrenzt. In der Pflege sind das in der Regel 11 Stunden. 48 Stunden ist unmenschlich, das ist einfach zu viel. Und dann steigt die Fehlerquote. Die LKW-Fahrer werden das bestätigen. Kein Mensch kann 48 Stunden am Stück LKW fahren, ohne dabei nicht irgendwann doch Fehler zu machen. Und von Polizisten erwartet man 48-Stunden-Dienste. Das kann nicht möglich sein, bitte. Und dann nur eine 90-Minuten-Pause, das ist meiner Überzeugung nach dann doch definitiv zu kurz. Zum Text der Petition. Ein Mitglied der Polizeigewerkschaft Mannheim und mehrere Mitglieder, Entschuldigung, und mehrere Medien haben Fotos von Polizisten im Einsatz zum Schutz des G20-Gipfels in Hamburg veröffentlicht, die sehr verstörend und erschütternd wirken. Erschöpfte und übermüdete Polizisten müssen wie Tiere auf dem Boden schlafen, ohne Decke, ohne Matratzen und sonstige Hilfen oder Schutz, obgleich dieser Dienst im Dienst Deutschland den G20-Gipfel und die Menschen schützen. In der Regel trägt der Arbeitgeber eine gesetzliche Fürsorgepflicht, um die Arbeitskraft, Dienstfähigkeit, Gesundheit und Leben der Angestellten zu schützen. Aus diesem Grunde ist die Petition entstanden mit folgender Forderung: Für Polizisten, Bundeswehrsoldaten und Sicherheitskräfte, die sich im Dienst befinden, vor allem bei länger andauernden und besonderen Diensteinsätzen unterschiedlichster Art, trägt der zuständige Arbeitgeber, Polizei ist Ländersache, zuständige Innenminister, Bundesinnenminister mit sofortiger Wirkung oder schnellstmöglichster Wirkung dafür Sorge, dass Polizisten, Bundeswehrsoldaten und Sicherheitskräfte ein kostenfreies Hotelzimmer erhalten, um die Arbeitskraft, Dienstfähigkeit, Gesundheit und Leben der Angestellten zu schützen und der Fürsorgepflicht von Arbeitgebern angemessen und ausreichend wirkungsvoll gerecht zu werden. Autor der Petition Andreas Klamm, Journalist, Autor, Schriftsteller, Gesundheits- und Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Schillerstraße 31 67141 Neuhofen. Telefon, da dürfen Sie mich auch gerne anrufen, 0621 58 67 8054. Ich wiederhole es, 0621 58 67 8054. 54. Telefon 0621 5867 8054. Das ist die Telefonnummer, unter der Sie gerne anrufen können, und ich beantworte gerne auch live 1 zu 1 Fragen, soweit mir dies möglich ist. Zur Anzahl der Hotelzimmer in Hamburg, die offiziell verfügbar sind, kann ich Ihnen auch schon eine Zahl liefern. Es gibt 54.000 Hotelbetten und etwa 340 Hotels in Hamburg mit Stand aus dem Jahr 2016, einem Bericht, die Quelle, einem Bericht des Abendblatts in Hamburg zufolge. Also 54.000 Hotelbetten in Hamburg. Das bedeutet, wenn 20.000 Polizisten in Hamburg tätig waren zum Schutz der Gipfelteilnehmer, zum Schutz der Staats- und Ehrengäste, verbleiben 34.000 freie Hotelbetten. 20.000 Polizisten waren in Hamburg, offiziellen Medienberichten zufolge, auch
den Pressemitteilungen der Bundesregierung entsprechend. Das heißt also 20.000 Betten, bei 54.000 Hotelbetten verbleiben dann immerhin noch 34.000. Wenn es aber nicht möglich sein sollte, alle Menschen, Entschuldigung, alle Polizisten und Polizistinnen sicher in Hotels unterzubringen, was sicherlich das Einfachste ist, weil da muss man nicht was Neues aufbauen, dann gibt es in Deutschland immer noch das THW, das Technische Hilfswerk, und die Bundeswehr darf ja auch Amtshilfe leisten. Sie erinnern sich beispielsweise auch bei der Überflutung im Osten von Deutschland vor rund 10 Jahren. Bei der Flutopferhilfe hat die Bundeswehr Sandsäcke gefüllt. Und die Bundeswehr ist dazu in der Lage, personell und logistisch auch Zelte aufzubauen. Also man muss dann kreativ sein. Das Einfachste ist sicherlich, ein Hotelzimmer zu buchen für Polizisten, die im Dienst sind. In Hamburg gibt es 54.000 Hotels. Oder aber man baut Zelte auf, zumindest eine sichere Unterkunft und eine der menschlichen Würde entsprechende Unterkunft. Darum geht es. Ob das dann zwingend Hotels sein müssen oder ob das Luftmatratzen sind, irgendetwas zum Schutz. Mit Zelten, ob das Feldbetten, heißt es bei der Bundeswehr, sind, Notbetten, wie auch immer, das sei dahingestellt. Weil bei einer besonderen Veranstaltung, bei einer außergewöhnlichen Situation, kann man, glaube ich, auch hier und da ein Stück weit Abstriche machen. Hier und da. Nicht in allen Bereichen. Wo es sicherlich nicht möglich ist, Abstriche zu machen, das ist sicherlich, wenn es um den Schutz und die Sicherheit von Menschen geht. Und Menschen, Polizisten, sind eben auch Menschen und Arbeitnehmer, die natürlich auch Anspruch auf Schutz und Fürsorge haben. Und daher die Petition zum Schutz für Polizisten und Polizistinnen. Ich bitte herzlichst weiterhin um Unterstützung. Ich werde die Petition sobald wie möglich, an den Bundesinnenminister Thomas de Maizière und auch an den Innensenator von Hamburg, Andy Grote, schreiben und absenden. Auch noch einige weitere Texte, Informationen und Anliegen, die ich aber nicht im Sinne von Petition, sondern als Anregung versenden und schicken werde. Thema G20-Gipfel, Nachlese, Ausgabe Nummer 5. Wir haben über einige Themen gesprochen. Einerseits das Problem, dass Polizisten und Polizistinnen auch Fehler gemacht haben, was mich auch besonders betrübt, aber da gibt es schon sehr, sehr viele Gruppen, die auch engagiert sind. Das ist der Entzug. Ich hatte es gestern, glaube ich, mit 27 beschrieben. Es sind 32 Journalisten, Kollegen und Kolleginnen. Ich bin auch Mitglied der Deutschen Journalistinnen und Union und Journalistenunion als Journalist, als Reporter, als Autor, als Schriftsteller, als Buchautor von 12 veröffentlichten Büchern. Der Entzug, also ich stehe ja auch nicht unkritisch der Polizei gegenüber und ich finde es auch nicht gut, wobei wir sollten bitte nicht vergessen, wer ist der Dienstherr der Polizei, wer ist der Auftraggeber, wer gibt die Befehle. Und da müssen wir nach Berlin gucken, da müssen wir zur Bundeskanzlerin gucken, Dr. Angela Merkel, da müssen wir auf das Bundespresse- und Informationsamt sehen. Da müssen wir auf den Regierungssprecher sehen, der früher ja auch mal als Journalist beim ZDF tätig war, der Kollege Seibert. Und dann muss man sicherlich auch auf den BKA-Chef gucken. Wir leben in einem recht gut gesicherten Deutschland. Wir leben in einem Staat, in dem Totalüberwachung inzwischen täglich Praxis ist. Wer ein Smartphone besitzt, Smartphone, sieht schöner aus, wenn man das weiß, ne? Der schwarze Akku sieht nicht so toll aus. Das Kabel, ich habe es jetzt gerade am Kabel. Wer ein Smartphone besitzt, kann davon ausgehen,
Das ist kein einziges Wort. Ich baue hier gerade die Deko ab. Entschuldigung. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Wer ein Smartphone besitzt, kann davon ausgehen, dass es kein einziges Wort gibt. Sehen Sie das hier? Kamera. Die gibt es auch hier nochmal in kleinerer Ausführung. Zwei Kameras. Es gibt kein einziges Wort, das nicht irgendwie mitgehört werden kann. Es gibt mit Smartphone auch noch die Möglichkeit, dass man schön immer ein paar Fotos produziert oder dass andere damit aufgenommen werden. Also wir leben in einem stabilen Sicherheitskonstrukt in Deutschland. Man kann Computer abhören, man kann Kameras von außen steuern, das können 14-Jährige, das können ihre, wenn sie Großmutter sind und Enkelkinder haben und die vielleicht so im Alter von 12, 9 oder 14 Jahren sind, die können ihnen dann gerne erklären, wie man eine Kamera eines Computers von außen hackt. Ich kenne 14-Jährige, die können das wunderbar. Da würden wahrscheinlich sogar noch Beamte des BKAs und keine Ahnung, Datenschutzbeamte wahrscheinlich ja dringend einen Kaffee brauchen, damit Herz-Kreislauf wieder gestärkt wird. Also es sind nicht immer die gefährlichen russischen Hacker. Nee, es sind manchmal 9-Jährige, 14-Jährige, die einfach spielen, die einfach mal sehen wollen, was stellt der Nachbar an, in Anführungszeichen, oder sich einen Scherz mit dem Nachbarn erlauben und irgendwelche Sachen zuschicken lassen. Tonnen von Paketen, dass das Paketauto 30 Mal am Tag vorfährt und von allen möglichen Richtungen Post und Pakete kommen oder sonstige Dinge, Nachrichten im Internet posten und sie sich wundern, weshalb sie Tag und Nacht Anrufe bekommen. Das sind Kinderstreiche. Ich kenne das aus meiner Jugend. Ich bin ja jetzt 49 Jahre. Naja, wir haben in Pfützen gespielt, wir haben Fußball gespielt, wir haben mit der Frisbeescheibe gespielt, wir haben Federball. Kennen Sie noch Federball? Würden heute 14-Jährige natürlich drüber lachen. Ich befürchte, die wissen gar nicht mehr, was ein Federballspiel ist. Die mittelalten Menschen, also die jetzt auch schon einige Tage das Teenageralter verlassen haben, vielleicht auch so auf die 50 zugehend sind oder gar schon 50 und etwas mehr. 50 plus heißt es dann. Die wissen, glaube ich, ganz gut, was ich meine. Alle Jugendliche, alle Kinder haben irgendwelche Flausen im Kopf. Ja, früher hat man dann Baumhäuser gebaut im Wald oder sonst irgendetwas. Keine Ahnung. Irgendwas haben Kinder immer, irgendwelche Ideen, die manchmal nicht mehr ganz so witzig sind. Und heute, dank Internet und voller Digitalisierung, es ist erstaunlich, wie gut sich Kinder mit Computern und mit Smartphones und mit allen anderen technischen Hilfemöglichkeiten auskennen. Also wenn zufälligerweise mal Ihr Computer rotiert und die Festplatte gerade ja, sich verabschiedet und irgendwelche Kameras und irgendwelche Bilder im Internet von Ihnen auftauchen, die Sie selbst nicht produziert haben, via Selfie-Stick oder via Selbstaufnahme in deutscher Sprache, dann könnte es daran liegen, dass irgendwelche Kinder und Jugendliche sich vielleicht einen ganz schlechten Scherz erlaubt haben. Das gibt es leider. Das können Ihnen sicherlich auch die Experten des Chaos Computer Club bestätigen. Nicht zu vergessen, es gibt natürlich dann auch die Experten des militärischen Abschirmdienstes, MAD, Bundeswehr. Über den spricht kaum ein Mensch, aber das ist halt eben auch die Arbeit eines Geheimdienstes, dass er gar nicht wahrgenommen wird. Also es ist der MAD beeindruckt mich am stärksten. Ist auch einer der gefährlichsten Geheimdienste. Dann gibt es aber auch noch Staatsschutz, Verfassungsschutz, BKA und natürlich auch noch den Auslandsnachrichtendienst BND. Und manchmal verwischen die Grenzen und naja, man nimmt es dann auch nicht immer so genau. Und es gibt noch einige andere Einrichtungen. Staatsschutz hatte ich schon genannt. Es gibt natürlich auch noch Zollverhandlungen etc. Also es gibt schon einige Leute, die sich ganz gut auskennen in IT-Sicherheit und IT-Nutzung und IT-Technologie, die natürlich auch noch auf ihre Festplatte, auf ihr Smartphone und auf den Computer zugreifen können. Das ist möglich. Mit relativ einfachen technischen Mitteln kann man leider jede Firewall und auch Viren, Antivirenschutzprogramme umgehen. Das geht leider. Und das können die Experten, die damit täglich experimentieren, es auch beobachten, wie beispielsweise vom Chaos Computer Club, sicherlich auch bestätigen.
Wir leben in einer digital vernetzten Welt und ähnlich wie mit dem Wasser, so ist es auch mit dem Internet. Man kann Wasser für das Gute nutzen und Menschenleben retten. Und man kann Wasser leider auch dazu nutzen, um Menschen und Tierleben zu vernichten. Denken Sie beispielsweise an einen Staudamm und man würde die Staumauer brechen, dann würden Städte, ganze Landregionen unter Umständen überflutet werden und dann wäre Wasser absolut tödlich. Oder es geschieht eine ungünstige Wetterkonstellation in Form von Tornado, in Form von sonstigen Wetterphänomenen und es kommt zu Überflutungen, dann kann zu viel Wasser, Tsunami im Beispiel, dann kann zu viel Wasser natürlich genauso tödlich sein wie zu wenig Wasser. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Mitte zu finden. Die goldene Mitte, wie es heißt. Die goldene Mitte. Das heißt also sehr verantwortlich mit der Nutzung des Internets umzugehen, soweit wie man das mag. Und ein Tipp aus der praktischen Arbeit. Meine Arbeit als Journalist, als Schriftsteller, als Autor ist natürlich öffentlich. Also ich produziere keine Geheimsendungen und auch keine geheimdienstlichen Sendungen, sondern die sind öffentlich. Die kann sich auch jeder ansehen. Und es gibt vielleicht einige Menschen, die mögen die Sendungen, auch von Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, internationales Medienprojekt für Menschenrechte. Oder es gibt halt eben auch einige Menschen, die mögen sie nicht. Das kann jeder Zuschauer